house. Take a trip to my house. Willkommen zurück hier bei Let's Play Minecraft mit Tronks HD. Ja, mal schauen, was wir heute anbauen. Ich werde wahrscheinlich hier Weizenkörner. Brauchen wir ja für Brot. Moment, ich wechsle gerade mal das Texturenpaket auf. Wobei, nein, das mache ich nächste Folge. Nächste Folge, beziehungsweise in der 25. werde ich dieses Texture Pack nehmen. Also ich weiß nicht, ob abgebrochen hat, aber ja, da werde ich Chroma Hills als Texture Pack nehmen in der nächsten Folge. Ja, unser Pferd. Wir haben eine Angel. Hier nehmen wir das. Und dann bauen wir uns noch eine Holzplantage wohin. Wobei erst hier mal, hier oben kommen Blumen hin, ein Blumenbeet und ein Gartenhäuschen. Hier haben wir diesen Rosenstrauß. Fahren wir noch nicht mal die Hälfte. Nein, das sollte ich jetzt nicht machen. Wir werden jetzt hier erstmal den Weg hier kommt einer hin. Hier wieder einer. Hier müssen wir nur noch anfangen. Wow! Shit. Hier geht's nicht rum. Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. So. Für Rüstung und alles haben wir hier. Wenn wir mal in den Nether gehen. Mach ich auch meine Folge. Irgendwann. Also tiefer dürfen wir nicht gehen. Haben wir ja eben gemerkt. Pflastersteine sind auch all.
haben wir noch genug? Oh, das sind nur Steine. Keine Pflastersteine, sondern normale. So, hier der letzte. Pfad. Ihr seht den Unterschied. Wobei, wir könnten es jetzt ja abbauen. So bekommen wir Pflastersteine. So. Noch hier anbauen. Mal schauen, was wir hier bauen. Schönes Hütchen. Eine Gartenhütte. Hier in diese Lücke hinein, wo man etwas lagern kann. Gartenwerkzeuge. Ja, Gartenwerkzeuge könnte man da drin lagern. Das wäre sehr cool. Brauchen wir Holz? Was war das? Hier oben könnten wir ein Luftloch hineinmachen. So etwas in der Art. Gehen wir mal wieder schlafen. Und damit endet auch diese Folge von Let's Play Minecraft mit Rongsare. Ja, in dieser Folge haben wir unser Haus, unsere Gartenhütte angefangen zu bauen. Und ja, und wir sind zwar auch noch in eine Mine reingefallen, die kennen wir aber. Und unsere Farm ist auch fertig. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und das war's.